Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Leonchen wieder am Start und Schwesterherz. Das bedeutet, es gibt wieder was ganz Tolles, denn jetzt startet ja die Grillsaison. Und da habe ich mir überlegt, komm, wir machen mal Schoschwick. Aber ihr kennt es ja, man traut sich das nicht ohne die Familie. Und da morgen der ganze Clan ankommt, habe ich mir gedacht, lade ich doch meine Schwester schon mal einen Tag vorher ein. Ne? Ja, genau. Ja, wir machen Schoschwick. Und wir machen das in der Familie immer aus Schweinefleisch, aber man kann das auch also, aus Hähnchen. Genau, wir zeigen euch heute quasi einmal die klassische Variante mit, also viele benutzen ja Schweinenacken, aber ich finde das ein bisschen zu sehnlich und ein bisschen zu durchzogen, dann schmeckt mir der Schoschwick nicht. Deswegen habe ich jetzt hier insgesamt 2 Kilogramm Schweinefleisch, einmal davon das Lackstück. Davon ungefähr 1,5 Kilo und den Rest haben wir noch mit Schweinekamm gemischt, damit es nicht ganz so trocken wird, ne? Genau. Also erstmal die Variante ganz klassisch mit Tomatensauce und Schweinefleisch und dann zeigen wir euch noch Variante 2. Das ist mit Hähnchenfleisch und mit einer leckeren Mayo-Kräutermarinade. Also ich würde sagen, wir zeigen euch erst einmal die Zutaten und dann geht es auch schon als Eingemachte, oder? Ja! Also für die klassische Variante benötigen wir einmal 800 Gramm passierte Tomaten, mindestens 20 Basilikumblätter. Dann haben wir hier vorne 30 Gramm Salz, 10 Gramm schwarzen bzw. Zitronenpfeffer. Ja. Dann haben wir 1 Teelöffel Paprika edelsüß und 1/2 Teelöffel Paprika rosenscharf, weil Leo mit isst. Ansonsten könntet ihr jetzt zum Beispiel auch Cayennepfeffer noch dazu nehmen. Dann haben wir 5 Esslöffel Essig, hier, das sind insgesamt auch 50 Gramm, 2 Kilogramm Fleisch, das auch in solchen Stücken hier schon gewürfelt. Ihr seht, die sind ein bisschen größer, als wenn man Geschnetzeltes kauft. Und das ist auch ganz wichtig, dass man ungefähr so diese Größe hier hat, ansonsten wird es zu trocken. Dann benötigen wir 900 Gramm Zwiebeln, die habe ich schon mal hier in Scheiben geschält, also in so dünn. Außerdem haben wir jetzt hier quasi eine Handvoll Thymian. Ja. Hallo? Handvoll Thymian, den Drill raspeln wir ab. Und wir brauchen mindestens 6 bis 7 Lorbeerblätter. Die habe ich ja noch hier vom Vorjahr getrocknet. So, ihr Lieben, es geht noch weiter. Leochen, macht schon mal die Zwiebeln in die Schüssel. Soll ich helfen? Nee, ja. Ja, ich helfe. Nee, das nicht. Das nicht, okay. Leo macht die Zwiebeln. Und die Tante macht schon mal den Thymian, ne? Genau. Und die Mama macht schon mal die Gewürze rein. Die sind vorsichtig, Schatzi. Genau. Ich mache das Salz und die verschiedenen Pfeffersorten rein. Man nimmt die Thymian einfach so und nimmt den mit der Hand quasi entgegengesetzt und so hat man dann die ganzen Blätter ab. So. Weil man möchte ja nicht das Holzige mit drin haben. So, und jetzt werde ich das Ganze mit meinen Händen kneten, weil es ist ganz wichtig, dass man die Zwiebeln so ein bisschen knetet, damit sie Saft abgeben. Ja, also wir haben Zitronenpfeffer genommen und ich finde, das macht schon was aus. Weil der Geschmack einfach noch mal ein bisschen... Also die Gewürze sind sowieso immer wichtig, was man benutzt. Wenn die nicht schön aromatisch riechen, dann können die auch nicht schön schmecken, ne? Nee, ehrlich, es gibt ja manchmal wirklich, da packst du die Packung aus und... Also da lohnt es sich schon, gute Gewürze zu kaufen. Das ist einfach so. Leute, ihr wisst gar nicht, welchen Heißhunger ich auf Schaschlik habe. Also ich habe die bei Family gefragt, habt ihr Lust auf Schaschlik? Nicht in die Augen bleiben, Schatz, das brennt. Warte, ich habe zwar nicht die Augen gesehen, aber die freudigen Stimmen dazu. Und dann natürlich direkt die Frage, machen wir ein Video? Jetzt mal die Händchen, nicht die Augen, die Händchen ab. So. Ja, die Zwiebeln sind ein bisschen, die tun weh, ne? Darf man sich nicht ins Auge reichen, ne? Die Lorbeerblätter und dann machst du mal 6 Stück rein. Nein, 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 einzeln. Nimmst du mal einzeln bitte raus. Einzeln. So, eins. Zähl mal. Eins. Zwei. Eins. Drei. Eins. Einzeln muss ich. Eins. Und jetzt schüttest du mal den Essig aus. Guck mal. Vorsichtig. Mach's mal mit 2 Händen ein bisschen. Ja, ja, ja. Gerade halt. Da hat's auch geschafft. Super. Ja, und Mama knetet wieder ein bisschen. Nein, die Stängel nicht stoppen. Ja, mach doch, was die Mama gesagt hat. Die Tante repetiert die schön auf und du. Vorsichtig, die kannst du mal einzeln nehmen und guck mal so machen. Zack. Ja, genau, pflück mal die. Pflück die mal so ein bisschen. Guck, mach mal so. So.
Okay, wir machen doch die Stängel rein. So, Tante, jetzt. Was brauchen wir? Die Tomaten kneten? Ja. Ah, nee, die Basilikumblätter. Ja, die Basilikum, auch eine Handvoll. Bisschen Mehl. Guck mal, so einzeln wieder, Leochen, okay? Oh, vorsichtig. Mit Gefühl. Ja. Genau. Mm. Leo ist ja auch ein Gärtner, ne? Mm. Hilft dem Rupi immer im Garten mit und alles, ne? Ich auch. Ja, mach mal. Och, du machst das aber toll, Schatz. Wichtig ist, dass das Fleisch mindestens einen Tag richtig schön einmariniert. Also wir machen das quasi heute und essen es morgen erst. Also Tomatensauce rein. Ja, ich mach nochmal. So, mal probieren. Schmeckt's? Hier, guck mal, da darfst du probieren. Tante, gib mir mal das mal. Hier darfst du rumfummeln. Vorsichtig, ne? Bisschen kriminell hier mit dir. Ja, das kannst du gleich reinmachen. Kannst du reinmachen. Mach rein. Ich glaube, die Tante kommt am saubersten hier raus. Ja, ich glaube auch. Bei so kleinen Helfern wie dem Mensch. Da läuft das ja von ganz alleine. Schatz, komm rein. Unser Koch. Und das decken wir ab und dann kommt das, wie gesagt, in den Kühlschrank und wird erst am nächsten Tag dann richtig mit Deckel verschließen, damit da nichts austrocknet, damit das einfach in sich kühlt. Und was ich auch immer gerne mache, dass ich mal nach ein paar Stunden gerne es immer wieder nochmal neu mische. So. Super. Also bevor wir ins Bett gehen, mischen wir genau das durch. Und ihr könnt die Tomatensauce auch mal so ein bisschen abschmecken, ob euch genug Salz und Pfeffer drin ist. Aber bevor das Fleisch drin ist. Leo! Die Zwiebelchen. Und wie ist es? Sind ja einfach die Bakterien vom Fleisch da. Wie ist es? Leo. Gut, so, ist die Zwiebeln frisch. Die Tante hilft mit. Ich auch. Und die Tante entführt Leochen mal ins Waschbecken. Ja. So, ich habe jetzt das Fleisch durchgemischt und wie ihr seht, ist das Fleisch richtig schön mit Zwiebeln und Tomatensauce bedeckt. So sollte es sein, dass das wirklich richtig bedeckt ist und durchgemischt ist. Also in der Soße schwimmt. Genau, in der Soße schwimmt. Das Ganze decken wir jetzt ab und das wandert jetzt in den Kühlschrank bis morgen. So, ihr Lieben, wir haben euch versprochen, wir zeigen euch Variante 2. Leochen ist auch schon schön am Naschen. Jetzt die ganz, ganz leckere Variante, oder? Finde ich, ja. Also unsere Mama hat das nämlich immer mit Mayo gemacht und ich finde, das also ist eigentlich mein Favorit. Also ich würde sagen, wir zeigen euch mal schnell die Zutaten, bevor ihr mich aufisst. Also wir benötigen 500 Gramm Mayo, 2 Kilogramm Hähnchengeschnetzeltes, wieder genauso wie das vorhin in so schönen großen Stücken, 400 Gramm Cocktailtomaten, die haben wir hier schon halbiert, außerdem 900 Gramm Zwiebeln in feinen Scheiben geschnitten, wieder eine große Handvoll Thymian, frischer Thymian ist zu empfehlen, 5 Knoblauchzehen, eine halbe Zitrone, davon den Saft. Dann haben wir hier 10 Gramm Zitronenpfeffer, 30 Gramm Salz, 1 Teelöffel Paprika rosenscharf und 2 Esslöffel Paprika edelsüß. Wer jetzt hier wieder schärfer haben will, kann einfach noch Cayennepfeffer hinzufügen. Und wir haben 100 Gramm, jetzt habe ich hier wieder mein Basilikum-Knoblauchöl. Das würde ich euch auch empfehlen zu nehmen. So, es geht weiter. Okay. Jetzt hilft Leo uns wieder mit, alles in die Schüssel zu machen und nicht in den Mund, okay? Ich glaube, wir müssen jetzt doch gleich mal Tomaten nachschneiden. Nee, wir lassen das so. Also erstmal die Zwiebeln, oder? Ja, mach mal die Zwiebelchen rein. So, okay. Super. Super. Leochen will auch zum Ziel. Die auch rein, ja, in die Schüssel. Nee, das nicht. Das nicht, das schmeckt dir, gell? Gibst du mir mal den Pfeffer? Vorsichtig, das ist ganz schön voll. Ich mische jetzt Pfeffer, Salz und Zwiebeln, damit wieder die Zwiebeln den Saft abgeben. Und ich presse hier schon mal nebenbei den Knoblauch. Hier habe ich so eine tolle Presse, da muss ich nicht schälen, da kann ich sie einfach reinmachen, nicht, dass ihr euch wundert, was man steht da rum. So, und die Zwiebeln, man vermischt das jetzt nicht nur, sondern man knetet die Zwiebeln, damit wirklich der Saft austritt. Und die machst du jetzt mal hier schön da rein, okay? Super. Machst du den Thymian mal hier rein? Ja. Kannst du den wieder so ein bisschen abzupfen, Schatz? Gib mir mal her. Mäuschen, kannst du den wieder so ein bisschen klein machen? Das geht wirklich schwer. Ich? Ja, Mäuschen. Ja. Das Messerchen ist aber schön.
Ich mache nochmal den Spritzer Zitronensaft, also den Saft von der halben Zitrone. Können wir gleich danach reinmachen. Warte, Mäuschen. Kannst du kurz warten? Ich hoffe. Ja, warte, Mäuschen. Du machst jetzt mal die Mayonnaise rein. Eigentlich ist das jetzt auch schön, eine schöne Variante. Guck mal, Schatz, mit dem Löffel, okay? Den. Das brauchen wir nicht. Warte, du musst jetzt ein bisschen, das wird jetzt ein Quatsch. So. Ich habe eine Idee. Leo macht das Fleisch rein und die Tante übernimmt das mit der Mayo, oder? Ja. Ist das okay? Ganz geschickt abgelenkt. So, wir machen das jetzt alles hier rein, vermischen das Ganze. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir decken das Ganze jetzt auch luftdicht ab, tun es auch in den Kühlschrank und lassen es bis morgen durchziehen. Und morgen zeigen wir euch dann, wie es weitergeht. Tschüss! So, ihr Lieben, das Fleisch hat jetzt genügend gezogen. Die Gäste sind schon da, das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen, oder? Ja. Also, wir haben jetzt hier so Schaschlikspieße. Die sind, glaube ich, aus Edelstahl, oder? Oder ja, aus was? Ist aus Edelstahl. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man, eigentlich gibt es einen Schaschlik-Grill, dass man den so oben drauf tut. Den hat der Papa auch, das ist aber ein Holzkohle-Grill. Da man das ja nicht überall machen kann, haben wir ganz normal einen Gasgrill. Und wir sind jetzt gerade nochmal an den Grill gegangen, haben die mal so dran gehalten, um zu gucken, wie viel können wir die belegen. Und haben uns jetzt das hier in den Schalen schon mal so vorbereitet und spießen die jetzt einfach auf, ne? Ja, zweimal Laden. Einmal mit Tomate und einmal mit Mayonnaise. Genau. Die werden einfach genommen und mittig aufgespießt. Genau. Und wichtig ist, dass man jetzt die Zwiebelchen und so weiter, dass man das alles ein bisschen freiräumt, damit das nachher nicht verbrennt. Und ich ziehe das auch schon ein bisschen lang, damit es wirklich gleichmäßig von allen Seiten gar werden kann. So. Du, auf dein Blech. Ja, ich will nur gucken von der so, von der Tierchen. Sie hat schon ein bisschen Hunger, merkt ihr. Warum ein Snickers? Der kleine Chrissy läuft das folgendermaßen ab. SOS, wenn die Hunger hat, geht alle weg. Wir müssen uns beeilen. Wir haben den Grill schon mal vorbereitet. Wie gesagt, wir haben keinen Holzkohlegrill und nicht Papas Grill da, ne? Weil der ist ja geeignet für Schaschlik. Aber wir haben jetzt hier den Gasgrill und wir haben es ja, wie gesagt, vorher ausgetestet. So, da probieren wir mal aus, wie das mit diesem Grill funktioniert. Jetzt heißt es warten. Ab und zu das durchgucken und drehen einfach. Genau, wenn das hier so schön braun wird wie hier, dann schon mal drehen, damit es nicht verkokelt. So ihr Lieben, wir haben es endlich geschafft. Die ersten sind fertig und traditionell isst man Schaschlik auch direkt vom Spieß. Ich würde es nicht empfehlen, denn genau so schmeckt es nämlich am besten. Also diese Tomatenmarinade ist super gut. Hähnchen habe ich noch nicht probiert. Hähnchen ist auch total lecker. Ich auch. Siehst du, Löchen will auch, Schatz. Guck mal, das schmeckt ihm. Löchen, juppie. So, ihr Lieben, also das ist das Beste, was es gibt. Ihr müsst es auf jeden Fall mal ausprobieren. Dass das schmeckt. Genau, das Rezept schreibe ich euch wie immer unten in die Infobox rein. Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Spaß beim Machen und Grillen. Wir genießen es, Jense. Tschüss. Tschüss. Tschüss.